Servus, liebe Wander- und Outdoor-Freunde, Buschkraft-Freunde, schön, dass ihr auf meinem Kanal eingeschaltet habt. Ich habe hier da den Tom und den Markus. Markus hat auch einen Videokanal, den blende ich oben ein. Und ja, wir wollten heute reden über das Thema, was sollte man nicht oder wo sollte man bei Ausrüstung definitiv nicht Geld einsparen. Wer möchte anfangen? Wollten wir ein bisschen drüber talken auf jeden Fall. Ja. Was sagst du dazu, Tom? Jein, sage ich dazu, weil bei manchen ist es halt nicht möglich, dass du halt gleich mit einem 300-Euro-Modell einsteigst, weil die meisten werden sich erst langsam vom Lidl-Schlafsack bis hoch zum Marke X dann hochtasten und ob es da Kunstfaser sein soll oder Daune. Das ist also bei mir jedenfalls ein Weg gewesen, wo ich gesagt habe, ich habe mit dem Lidl-Schlafsack angefangen, habe mir dann Militärware geholt und bin jetzt auf Daune umgestiegen. So. Ja, also der Punkt ist ja der, man fängt als Buschkrafter ja an. Irgendwie, das muss man ja mal ausprobieren. Das ist natürlich Quatsch, wenn man dann gleich ewig viel Geld investiert. Genau, das, was du zu Hause hast, probierst du aus. Genau. Und dann merkst du halt, da sind die Sachen irgendwie fehlerhaft oder nicht genau tauglich dafür. Mhm. Und dann überlegst du dir halt, ob du vielleicht zum Beispiel die Sache dann mal austauschst. Genau, jetzt ist aber die Sache dann, wenn du jetzt zum Beispiel Spätherbst oder vielleicht im Winter den Bock dazu kriegst oder sagst du, oh geil, Schnee, ich möchte mal draußen schlafen und fängst mit dem Billigen an, kann es natürlich auch sein, dass du durch das Frieren schnell die Lust verlierst. Definitiv, ja. Genau. Also wie kann man sich da gut mit arrangieren, sage ich mal, als Anfänger, wenn man jetzt sagt, okay, Kompromiss zwischen billig und trotzdem guter Ausrüstung, was kann man machen? Also ich finde es zum Beispiel wichtig, klar, es gibt viele, die sagen, ja, nehmen wir mal Baumarktplane, ist auch völlig in Ordnung, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber bei bestimmten Gegenständen, wie jetzt zum Beispiel das Schuhwerk, finde ich jetzt auch extrem wichtig. Oder auch einen Rucksack, weil klar, man kann jetzt einen Rucksack für 15 Euro kaufen, aber wenn man den dann bepackt mit 10, 20 Kilo, weil am Anfang ist ja die Ausrüstung relativ schwer, weil... Muss ich kurz eingrätschen, Frage. Und zwar, wenn man jetzt sagt, okay, teurer Schuh gleich. Macht das Sinn, wenn man jetzt erstmal rausgeht im Wald zum Ausprobieren, ob das überhaupt passt? Läuft ja nicht allzu weit. Da kann man dann schon nochmal vom Deichmann oder so. Oder? Ja, boah, das reicht vollkommen aus. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wie bei unserer Tour letztens, dass man sagt, ja, wir laufen 30 Kilometer am Tag, ein Panoramaweg mit doch einigen Schwierigkeiten, das ist mit was Kies völlig und anderes. Ja. Da musst du halt schon ein bisschen, auch aus eigener Erfahrung, ein bisschen Besseres nehmen. Ja. Da reicht ein normaler 15-Euro-Schuh jetzt weniger aus. Wenn jemand damit klarkommt, ist super, ich nicht. Ich habe anhand der Blasenanzahl gemerkt, dass es dann doch besser war, dann jetzt beim zweiten Mal wandern auf einen gescheiten umzusteigen. Habe ich übrigens auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich musste eine Tour abbrechen wegen Schuhdrücken und blaue Zehennagel und so weiter. Das war sehr schmerzhaft, Blasen und so weiter. Hat dann keinen Sinn, macht auch keinen Spaß. Ja. Seit der Zeit nur noch gute Schuhe. Ja, also der Grundgedanke ist eigentlich, also egal ob es jetzt Schuhe ist oder Schlafsack, Tarp, egal. Ich finde, also das Billigste sollte man jetzt vielleicht nicht nehmen, weil ja, wenn man da gleich einen Spaß dran verliert, jetzt sagen wir mal, ich habe einen billigen Rucksack, mir tut nach 3 Kilometer der Rücken weh, dann weiß man ja nicht, hat man jetzt keinen Bock auf das Hobby oder auf die Leidenschaft, weil es einem wirklich keinen Spaß macht, oder ist man vielleicht irgendwo psychisch ein bisschen so, jetzt ist es scheiße, weil jetzt habe ich so Rückenschmerzen und ich habe Blasen an die Füße. Das ganze Thema ist nichts für mich, dass man vielleicht zu früh schon wieder aussteigt aufgrund zu minderwertiger Ausrüstung. Also ja, wenn man jetzt nicht so weit läuft, braucht jetzt keinen Schuh für 300 Euro oder solche Sachen. Aber es soll jetzt so, ja, einfach situationsbedingt vielleicht nicht der größte Schrott einfach sein. Ja, das ist ja auch immer der Weg. Also ich sehe es ja bei mir, wie ich angefangen habe mit dem, was ich zu Hause hatte im Endeffekt. Und dann gemerkt habe, ja, okay, da ist irgendwie der Rucksack, müsste vielleicht ein bisschen größer sein oder das Trage. Gerade bei mir ist es halt, weil ich einen langen Rücken habe, brauche ich einen etwas längeren. Mhm. Und habe halt Zehntausende von Rucksäcken ausprobiert, bis ich dann jetzt doch schlussendlich bei meinem gelandet bin, wie ich ihn jetzt für mich persönlich trage. Der hat jetzt auch ein bisschen mehr gekostet. Aber es ist eine so sinnvolle Investition gewesen, dass ich halt meine Sachen von A nach B, ob es jetzt nur vom Auto 2 Kilometer in den Wald ist oder ob ich damit jetzt wieder Long-Range-Trekking mache. Mhm. Ich habe halt einen Rucksack, der bequem ist und den ich auch zuladen kann. Das ist ganz wichtig, ja. Also meine Erfahrung auch wegen Rucksack. Ich habe angefangen vor vielen Jahren mit dem billigen
Bundeswehr-Rucksack da, diesen Bergrucksack, Nachbau. Von Miltec wohlgesagt. Der war auch schwarz, wie es halt meine Farbe so ist. Und ja, war eigentlich nicht schlecht. Das Tragesystem war natürlich total für den Eimer. Das war kein Tragesystem, genau. Und es war wie ein Juttenbeutel eigentlich. Aber okay, nee, Quatsch. Es hat schon seine Vor- und Nachteile. Ich meine, es ist billig, man probiert das mal aus und so zum Training, vielleicht für eine Tagestour und so. Ja, reicht es ja auch vollkommen. Ja. Dann war das Problem schon da. Ich wollte ja im Winter raus, habe mir einen Winterschlafsack besorgt. Der war auch günstig, der kostet jetzt auch mehr, ist immer noch sehr gut, will ich jetzt nicht so drauf eingehen. Und der hat da nicht reingepasst. Dann hättest du reinsteigen können, mit dem Schuh reindrücken oder mit dem Fuß so treten, das ging nicht rein. Und da war dann schon wieder die Grenze. Ja. Also da habe ich dann irgendwann, nur 5 Rucksäcke gehabt und irgendwie habe ich mir ausgerechnet, habe mich wieder verkauft, dass wenn du jetzt einen gescheiten hättest, dann besser als 5 blöde. Ja, aber das ist halt meistens der Weg, den man machen muss. Den muss man machen, ja, wahrscheinlich. Das fängt halt an, ich meine, im Normalfall klassischerweise fängst du mit dem ganzen Geschichten im Sommer an, tastest dich dann mal langsam hoch, mal eine Periode länger im Wald, dann bleibst du eine Nacht im Wald, ja, und irgendwann, wenn du mal x Nächte im Sommer oder bis in den Herbst rein gemacht hast, sagst du, okay, ich glaube, ich bin jetzt bereit, ich würde jetzt gerne mal den Winter ausprobieren, mal mit 0 Grad, mit minus 5 Grad mal draußen, ja. Und dann merkst du halt selber, okay, ich kann den Sommerschlafsack wahrscheinlich nicht mehr benutzen und dann muss ich halt langsam ein bisschen upgraden, ja. Um jetzt nochmal auf den Punkt zurückzukommen, also wo sollte man jetzt nicht sparen? Also konkret zu sagen, meiner Meinung nach sind es Schuhwerk, Rucksack, weil es einfach auch körperliche, gesundheitliche Folgen haben kann, wenn absolut. Man da spart. Definitiv. Ja. Und auch, ich finde, egal ob man dann scheiß Töpfe hat, zu wenig Wasser, zu wenig Essen oder sonstiges, was die Übernachtung an sich angeht, wie Schlafsack und eine trockene Behausung einfach und eine Isomatte, dass einem nicht trocken ist und nicht friert. Weil dann hat man immer einen Ort, auf dem man sich einfach. Weil sonst versaut es einem den ganzen Spaß, finde ich. Das sind so die drei Sachen, finde ich. Ja, wir haben ja eine Nacht draußen übernachtet, also hier verbracht und haben eben wieder uns gefreut darüber, dass die Ausrüstung mittlerweile so optimal abgedatet ist für jeden, dass man sagt, okay, ich fühle mich einfach wohl im Schlafsack. Es ist trocken. Wir haben gemerkt, unterm Tarp, wie wir gesessen sind, die Feuchtigkeit war einfach nicht so da. Man hat vielleicht 2 Grad plus mehr gehabt oder so ungefähr. Gefühlt, ja. Und dies und das. Und das macht dann einfach wahnsinnig Spaß, halt zu sagen, okay, ich bin mitten in der Natur quasi, aber habe trotzdem ein Wohlgefühl. So mein Habitat. Es ist so ein bisschen wie aus dem Wohnzimmer rausgeschaut. Ja, ganz genau. Man hat halt nicht dieses Fluchtgefühl und möchte weg, weil vielleicht der Schuh drückt, weil der Fuß kalt ist oder sowas. Ja. Und das finde ich ist halt auch wichtig. Naja, also das Ganze steigert sich dann halt von Mal zu Mal. Ne? Die Ansprüche werden auch mehr, weil du halt teilweise ja auch in tiefere Temperaturbereiche zum Beispiel reingehst und dann merkst halt, ja, vielleicht ist eine Daunenjacke vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Die besorge ich mir halt einfach und das sind halt so Kleinigkeiten, die den Komfort halt doch durchaus hoch machen und halt auch, finde ich persönlich, den Spaß, das ist dann mehr Spaß. Genau, genau. Aber sind günstige Sachen jetzt definitiv schlecht? Nö. Also es gibt ja Firmen, sagen wir mal, ich möchte hier keine Schleichwerbung, aber es ist ja eh schon wurscht, weil irgendwie muss man ja die Marken erwähnen, sonst irgendwas kriegt man ja dann keinen. Ja? Also Decathlon zum Beispiel mit der Daunenjacke oder so ist immer eine super Upgrade-Jacke, finde ich. Ja. Habe ich gestern auch gehabt und kostet nicht viel Geld, hat man dabei und es ist wieder eine angenehme Trockenheit, die man spürt. Ja, das ist jetzt so ein Punkt wie Decathlon. Ja, gibt es gute und schlechte Sachen, günstige und ein bisschen teure. Würde jetzt auch sagen, so die Jacke, mit der liebäugle ich auch schon ein bisschen, die ist jetzt relativ günstig, aber um einfach ein bisschen sich warm zu halten, finde ich es cool. Da würde ich jetzt wieder zum Beispiel mir nicht unbedingt vielleicht einen Rucksack holen, weil das ist halt wieder dann widersprüchlich. Aber ansonsten, also wie du sagst, es muss nicht alles teuer sein. Ja. Ich brauche auch nicht unbedingt ein Titangeschirr oder keine Ahnung. Habe ich jetzt gar nicht. Ja, also Titangeschirr. Ich schaue mir gefällt Alu, mir gefällt Titan zum Beispiel, aber Edelstahl oder auch in Ausnahmefällen Alu, wenn man jetzt nicht unbedingt da drin rumkratzt und keine Ahnung was macht, weil es soll ja angeblich gesundheitsschädlich sein, finde ich auch in Ordnung, weil man hat ja jetzt nicht 5 Töpfe dabei, sondern einen. Und ob der dann 100 Gramm schwerer oder leichter ist, ist vollkommen egal. Da biegen wir jetzt in die Richtung UL ab. Ne? Ganz kurz ansprechen, nicht zu tief. Weil es ist auch UL ist halt meistens relativ teuer. Ja? Jedes Gramm kostet einen Haufen Kohle. Ja, genau. Ja. Aber man kann das ja wunderbar mischen. Also ich habe zum Beispiel da in der Isomatte, die habe ich halt immer noch UL und ein paar Sachen. Und dann kann man halt dann eben, also ich bin dann eher der Typ, ich möchte ja schon ein bisschen mehr Komfort haben. Also immer auch, wie ich Lust habe und so. Aber durch das Leichte kannst du halt wieder ein bisschen was Schwereres mit einpacken. Ja. Ich meine, bei uns kommt dann noch die Kameraausrüstung dazu, die nimmt dann wieder ein bisschen Gewicht. Und das ist das ganz schön, wenn man zum Beispiel jetzt eine Isomatte hat, die halt nur 400 Gramm oder so wiegt. Ja, klar. Das macht schon Spaß. Dann darf der Biwaksack einmal 2 Kilo haben. Dann darf der Biwaksack wieder mehr wiegen oder der Schlafsack etc.
Das finde ich in Ordnung und man muss das halt tragen können. Wenn man es nicht tragen kann, kann man es ja zu Hause lassen. Ja, prinzipiell sollte jeder auch seine eigene Balance finden, wie er meint. Wenn er jetzt sagt, ich kaufe mir jetzt für 500 Euro Ausrüstungsgegenstand X und tut aber nichts in dem gleichen Maß, was er eingespart hat, wieder rein, weil er sagt, ich möchte jetzt leichter werden. Mhm. Und der andere sagt sich, okay, cool, ich kann jetzt vielleicht noch irgendein Gadget mitnehmen oder vielleicht noch eine Jacke extra, weil ich weiß, ich bin verfroren. Das soll jeder sein machen. Das ist ja wieder Mentalität. Und wie gesagt, bei diesen ganzen Ausrüstungsgeschichten, da soll jeder machen, wie er meint, weil da gibt es keinen Königsweg, sondern nur der Weg, den die eigene Erfahrung so ein bisschen vorgibt. Genau, weil jeder fühlt es anders. Die einen frieren in dem Schlafsack, die anderen haben gesagt, ist zu heiß und so weiter. Das ist alles so Empfindungssache. Was ich auch noch interessant finde, ist das Thema Regenbekleidung. Ja. Also da kann man sparen. Ist jetzt nicht so, es kann dann mit der Zeit irgendwie sich entwickeln. Ich bin zum Beispiel sehr zufrieden mit dem Gore-Tex, was ich habe. Und hat halt seine Vorteile. Ich habe auch dieses Decathlon, diese Regenjacke und die Hose. Die ist halt super leicht, aber da schwitzt halt dann. Ja. Ne? Das ist halt Pro und Contra. Ja, Regen-Thema, bin jetzt ich der Meinung, also das, was du da hast, die Kombi, finde ich extrem cool. Also es schaut auch robust aus und ist ziemlich dicht. Aber wenn man es mal genau nimmt, also wenn ich jetzt in England wohnen würde, wo es jeden zweiten Tag voll pisst, finde ich, also das wäre jetzt eine Investition, da wo ich sage, würde jetzt nicht tätigen für die Preisklasse, weil wie oft regnet es wirklich bei uns? Klar, es ist feucht, so wie jetzt, oder es nieselt einmal, aber dass du wirklich sagst, jetzt laufe ich bei strömenden Regen in der Gegend rum und ich muss laufen. Ja. Mhm. Ich kann ja jetzt da mit Taub aufspannen, warte, bis der Regen vorbei ist und gehe weiter. Weil gut ist, wie oft regnet es in Deutschland wirklich mal 24 Stunden? Ja, gut, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt und so. Also da war ich schon ganz gut bedient mit dem Gore-Tex, beziehungsweise ich hatte letztens auch nur einen Poncho dabei. Da habe ich mir aber wenigstens noch die Gamaschen gewünscht. Mhm. Ja. Also ich mag ja nicht sagen, dass es schlecht ist, aber verhältnismäßig, wie oft das regnet. Ja, heute Nacht war wieder gar nichts. Wir hatten eigentlich auf Schnee gehofft, aber naja. Ja, wobei natürlich so ein Regenanzug jetzt bei so einer feuchtkalten Witterung natürlich super ist, weil das halt echt abblockt dann. Ja, ich hatte den gestern an, die Gore-Tex. Ja. Und es hat geblockt. Ist absolut sinnvoll, ja. Also da muss ja nicht unbedingt jetzt von oben runterkommen. Na, wenn es nur die Hose ist, einfach so, wie jetzt hier, wenn man dann so liegt und kommt ein bisschen aus der Schutzfolie da raus oder so und dann ist man schon froh. Das spürst du einfach. Ja. Und gerade wenn du dann vielleicht auch im Winter unterwegs bist mit Schnee, dann juckt dich, das ist quasi wie ein Schneeanzug und ist eine super Sache halt einfach nochmal, um die reguläre Kleidung einfach da trocken zu halten. Ja, jetzt eben die Frage ist jetzt damit beantwortet, sind drei Sachen. Es gibt keinen Königsweg wieder. Sondern Schuhe, sage ich, ist auch wirklich wichtig. Scheiß Schuh, scheiß Wandern. Machst nie wieder. Bergwandern macht keinen Spaß, gar nichts. Ja, das ist definitiv. Rucksack ist das Gleiche. Trag 10 Kilo oder trag 20 Kilo schlecht, ist auch blöd. Ja eben, und es gibt ja auch für wenig Aufpreis schon gute Tragesysteme. Ja, oder halt auch teilweise ja auch Militärware, die gebraucht ist und halt trotzdem gut ist. Und klar, oder auch für andere Bushcrafter gebrauchte Sachen. Es gibt ja genug Marktplätze dafür. Ja, freilich, schaut zum Beispiel. eBay oder was weiß ich. Der Akku geht gleich leer. Für, was ich noch sagen würde, für Anfänger, die wo jetzt vielleicht noch gar keine Ausrüstung haben und erstmal irgendwie schauen wollen, dass in das Thema reinkommen. Also ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der wollte mit mir unbedingt einmal Übernachtung in die Berge machen, zwei Übernachtungen, drei Tage wandern. Mhm. Und habe ja gesagt, besorgt er wenigstens gescheite Schuhe, weil Schuhe herleihen und so ist jetzt vielleicht nicht so das Ding. Ja, die müssen ja für dich passen. Ja, genau. Genau, es gibt halt, finde ich, zwei Sachen, wo man nicht herleiht. Das ist vielleicht der Schlafsack aus hygienischen Gründen und Schuhwerk, weil sich das vielleicht dann verformt oder was auch immer. Und ansonsten habe ich gesagt, kauf mal nichts, weil ich mache ja das Hobby jetzt auch schon länger und dann habe ich gesagt, du kriegst von mir noch einen Rucksack gestellt, weil da ist mir wurscht, dann ist halt mal der Schwitzt, auf Deutsch gesagt. Und kriegst noch ein Zelt von mir, ich habe im Biwaksack geschlafen, weil doch die erste Nacht vielleicht draußen dann ein bisschen geschützter sein sollte. Mhm. Dann waren wir auf 2.500 Meter oben, er hat sich wohlgefühlt und seitdem ist er auch ein bisschen begeistert von dem ganzen Thema, einfach weil mehr draußen zu sein, weil er sich wohlgefühlt hat das erste Mal. Mhm. Was ich grundsätzlich damit sagen will, also es kommt mir schon so vor, wenn ich jetzt so andere treffe, die so Gleichgesinnte, dass die schon bereit sind, einmal ihr Zeug herzuleihen, weil ist ja doch alles robust. Und wenn man da vielleicht welche findet, die Leidenschaft teilen oder sogar im Bekanntenkreis haben, dann kann man doch mal hingehen und sagen, hey, du machst doch das schon länger, du hast doch bestimmt noch Isomatten übrig, du hast doch bestimmt noch einen Rucksack übrig. Da muss ich mir vielleicht erstmal, wenn es gut geht, gar kein Geld investieren und kann es einfach mal ausprobieren. Bin auch nicht alleine, falls irgendwie Fragen aufkommen oder wo lege ich mich am besten hin oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen. Da kann man auch
ja, Unmengen an Geld sparen, weil ich glaube, da bestätigt sie mich, man zahlt einfach, wenn man das Hobby ausbaut, viel Lehrgeld, wenn man es mal so nennen will. Ja, das war scheiße, wegschmeißen, wieder verkaufen. Natürlich mit Verlust. Ja. Oder ja, sonstige Sachen. Bis dann mal dein Optimum irgendwo gefunden hast, deine Basis. Ja. Und bis dahin, das kostet halt ein paar Euro. Ja. Also ich habe früher eine ganz andere Einstellung gehabt, muss ich sagen, ein bisschen. Ich hatte halt ein paar Sachen und die waren da und damit musste ich halt zurechtkommen. Das war halt das eine. War halt nicht immer zufriedenstellend, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ja. Deswegen heute, muss ich sagen, gönne ich mir den Luxus einfach, wie ich es habe. Ist für mich Luxus. Und ja, und auch Komfort. Und man hat es irgendwann mal verdient, sag ich mal. Ich habe für alles durch. Ich habe im Schnee geschlafen draußen mit einfachem Schlafsack, mit einem Woll oder was, weiß nicht, was das war, so ein Stoffbiwaksack drum. Hab geschwitzt, hab gefroren, ich habe alles schon durch. Also bei jedem Wetter und so ich das habe, ist für mich jetzt halt das Ideal-Setup. Ja. Ich habe zwar auch ein Zelt, nicht mal das, aber Biwaksack und Tarp ist immer noch das Höchste für mich. Komme ich auch sehr gut mit klar. Wie gesagt, ich habe Hängematte ausprobiert, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich bin eher Biwaksack und auf dem Boden, aber das ist halt... Im Sommer kann man es noch machen, aber gerade jetzt auch jetzt im Winter finde ich es irgendwie angenehmer. Ja. Ist halt auch wieder... Wenn du jetzt erst eine Hängematten kaufst und taugt es dir nicht, zum Schluss brichst du das Hobby ab. Also ich würde eine Hängematte nicht anfangen wollen. Ich möchte jetzt nichts gegen Hängematte sagen. Ich habe super geschlafen in der einen Nacht, wo ich es wieder ausprobiert habe. Kommt halt auf die Hängematte an und so. Aber ich glaube nicht, dass es das erste, also man sollte nicht unbedingt die erste Nacht in der Hängematte verbringen. Glaube ich jetzt auch. Weil du kannst dich halt doch nicht ganz so hinlegen. Und zum Schluss denkst du dann, boah, das ist ja voll der Horror, ich habe keine Minute geschlafen. Während der ersten Nacht gleich schläft. Weil ich vermute halt einfach mal, das Bodenschlafen ist halt noch dem Schlafen zu Hause im Bett noch am nähesten. Ja, nur halt draußen. Ja, eben. Und irgendwie kann es vielleicht dann doch durchaus das Gefühl des Durchhängens in Anführungszeichen kommen, dass man sich dann halt auch irgendwie vielleicht ein bisschen unwohl fühlt, wenn man irgendwie so sich angreifbar fühlt. Ja, kann sein, wie so eine Wurst, die halt da hängt. Gell? Genau. Ich habe da auch so Fantasien gehabt, da kommt ein Wildschwein drunter und spießt mich von unten nach oben auf. Ja. Oder der, weiß ich nicht, Freitag der 13. Typ, Jason. Ne? Ja. Oder die Ewoks für Star Wars machen Feuer unter dir. Kochen dich in der Isomatte, ja. Das gibt's ja. In der Hängematte. Nee, also ich will jetzt die Hängematten überhaupt nicht schlecht machen, das ist total geil und Ich finde es auch cool. Und gerade im Sommer mit dem Moskitonetz und dann da drinnen sitzen. Aber so, vielleicht als Anfänger, wenn wir jetzt wieder auf die Ausrüstung zurückgehen, vielleicht einfach mal mit einer Isomatte und einem Schlafsack, weil das hat fast jeder zu Hause. Genau. Und dann kann man sich ja immer irgendwie noch upgraden und sagen, ja, ich war auf dem Treffen und habe dann mal wirklich in der Hängematte geschlafen. Ich habe es ja genauso gemacht. Ich bin auch mit Hängematte, ohne Hängematte auf ein Hängematten-Treffen gefahren und habe mir dort eine Hängematte ausgeliehen. Mhm. Habe da drin gut geschlafen und dann habe ich mir halt mal selber eine für mich selber, eine zum Wandern, zum Rumchillen und die andere halt zum Schlafen. Und da bin ich jetzt auch flexibel, wenn ich mal wieder Bock habe, im Sommer, sage ich jetzt mal, die Hängematte auszuprobieren, dann nutze ich es halt einfach wieder. Ich habe es halt zu Hause. Ja. Ja, Hängematte zum Sitzen auf jeden Fall. Ja. Super geile Geschichte. Oder beim Wandern. Ja, immer. Habe ich gern dabei, wiegt ja auch nicht viel. Ja. Also, jetzt haben wir zwar ein bisschen abgeschweift, muss ich sagen, aber war ja klar. War ja klar, genau. Ja. Aber jetzt grundlegend, also muss nicht immer teuer sein. Nee. Bei bestimmten Sachen, die vielleicht, sagen wir mal, gleich so in Richtung gesundheitsgefährdend, nennen wir es mal so, gehen, sollte man Ergonomie, vielleicht nicht unbedingt sparen. Ja. Aber ansonsten, ob es eine Blechtasse ist, ob es eine Tontasse ist, ist eigentlich scheißegal. Ja. Ob es jetzt ein Dosenhobo, ein selbstgemachter ist oder vom Ikea, so wie wir alle angefangen haben vielleicht. Ja, ja, oder ich mache es mit einer Kerze warm. Ist ja, so, prinzipiell egal. Das ist das egal, das ist nebensächlich. Und was halt auch noch, was ich wichtig finde, ist, dass man sich dann auch im Internet, ich meine, man hat ja die Möglichkeiten heutzutage, dass man einfach ein bisschen recherchiert und auch viel vergleicht und sagt zum Beispiel, okay, sich vielleicht selber aufschreibt, was bräuchte ich denn noch? Hm. Und dann kann ich schon mal schauen, was gibt's denn alles und vielleicht auch mal in einem Forum anmelden, ist wohl am geschicktesten und da vielleicht einfach schon mal durchsuchen, die Erfahrungswerte von anderen, dafür sind ja Foren ja da. Ja. Und wenn es ist, tue ich halt da auch nochmal eine Frage stellen. Aber mit den Erfahrungswerten, das habe ich am Anfang ja schon mal so irgendwie gesagt, da muss man sich einen Mittelweg holen. Der eine sagt so, sag mal, der eine sagt, ja, der Schlafsack ist mega kalt, der ist scheiße. Und der andere sagt, ja, ich habe mich zu Tode geschwitzt. Das ist immer so eine Empfindungssache zum einen. Und dann ist die Frage, wie hat derjenige drin gelegen? Nackt. Der andere hat vielleicht mit einer Level 1, 2 oder so drin gelegen, dem war es wahr. Also das muss jeder selber ausprobieren. Der eine hat einen Schnupfen gehabt und der andere nicht. Und ja, also da muss man irgendwie sagen, okay, der hat so und der hat so, dann ist die Mitte vielleicht das, was ich suche. Genau. Aber muss jeder selber ausprobieren dann im Endeffekt. Genau, das sind viele Erfahrungswerte und wie du schon richtig gesagt hast, Lehrgeld
wie gesagt, du merkst halt nach einer verfrorenen Nacht, die hast du halt dann nicht nochmal, weil du halt genau weißt, okay, ich nehme vielleicht noch einen Poncho-Liner mit oder irgendwie ja Hosen extra und ja. Und wie gesagt, man kann das nicht mit Bestimmtheit diesen Titel sagen, links oder rechts oder geradeaus, sondern man muss die Mitte für sich selber finden. Mhm. Das alles, was man im Internet findet, das sind meistens nur Orientierungspunkte und die besten Sachen ist, wenn man sich einfach draußen trifft und mit anderen in den Wald geht und dann da pennt. Stimmt, und das mal anfühlen kann. Und dann kann man sagen, hey, zeig mir mal die Tasche oder den Schlafsack und kannst du mir, hast du bei dem schon im Winter draußen geschlafen? Und das ist, aber hab ich gemerkt, mit das Beste. Ja, also Treffen sind optimal, weil da sieht man das ein oder andere eben. Wir zum Beispiel, Tom seine Einlegesohlen, die warmen. Also. Das sind immer Synergieeffekte, wo man dann sagt, hey, interessant, okay, besorge ich mir oder ich orientiere mich dran und besorge mir was Ähnliches oder mache es ähnlich oder ich habe zu Hause noch eine Jacke und tue die dann als Kopfkissen in den Kopfkissenbezug rein. Ja, ja. Ja, Leute, was denkt ihr zu dem Thema? Schreibt ein paar Kommentare unten rein, was ihr davon haltet und so weiter. Wir wollen jetzt mal nicht zu viel mehr drüber reden, das schweift so aus, das geht in die UL-Geschichte und dies und das. Überall hin. Überall hin. Also da muss man irgendwo einen Punkt setzen. Wir haben unseren, ich glaube, der Fixpunkt ist tatsächlich die Schuhe, das Tragesystem. Was hat man noch gehabt jetzt? Schlafen, laufen, tragen. Tragen, genau. So. Das ist wirklich das Wichtigste, weil schlafen, also im Schlafsack bist du doch jetzt gerade in die Jahreszeit am längsten, wenn du draußen bist. Ja, und du magst halt nicht draußen frieren. Und egal wie scheiße das ist, egal was, im Schlafsack, da ist der Rückzugspunkt. Ja, das ist wirklich so. Mhm. Ja, Leute, damit sind wir am Ende des Videos. Schön, dass ihr da mitgemacht habt. Danke auch. Ja, genau, ich wünsche euch oder wir wünschen euch gleich hier mit dem Video noch schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns dann erst nächstes Jahr wieder. Es ist jetzt fast vorbei, die Zeit. Da wird nicht mehr viel passieren. Ja, es war ein tolles Bushcraft-Jahr, muss ich sagen. Viele nette Menschen kennengelernt. Ja, also definitiv, ja. Auch definitiv. Durch das Treffen im August war man, glaube ich, gell? Ja, August, ja. Mhm. Ich schaue schon wieder ewig her. Ich bin ja gespannt aufs Wintertreffen. Wintertreffen, genau. Einfach klasse. Na dann, also bis zum nächsten Mal hier draußen in der wunderschönen Natur auf meinem Kanal. Oder schaut mal bei Markus rein. Wenn es möchte. Wenn es möchte. Liebe Markus, geh. Genau. Okay, dann. Also, Servus. Ciao. Servus.